Da bin ich wieder mit einem neuen Video und zwar genau das, was ihr gewollt habt, denke ich zumindest mal. Denn nachdem ich angekündigt habe, dass ich heute Antonia Michaelis die Nacht der gefangenen Träume von Oettinger präsentiere, habe ich erstmal 3 Abonnenten verloren. Okay, ich hoffe, das war jetzt kein negatives Zeichen und ihr wollt dieses Video trotzdem. Egal, ich ziehe das jetzt mal durch. Aber zuerst mal ein bisschen was zu den anderen Planungen. Ihr merkt vielleicht, ich lade in letzter Zeit ein bisschen wenig Videos hoch. Und wenn, dann ist es sowas wie dieser Talking Tom Freak App, womit ich nur Ankündigungen mache. Und zwar, dieses Video kommt jetzt auch einen Tag zu spät. Das ist einmal, weil ich ein paar technische Probleme hatte gestern. Und zweitens, da ich einiges plane für euch. Ja, für euch. Und zwar kommt natürlich ein Silvester-Special. Da werden ganz viele tolle Leute dabei sein, wie zum Beispiel das Sarah Story, Lady of the Books, Leseratte 341, X Bücherstunde. Da sind ganz viele tolle, werden da dabei sein. Ich freue mich schon so auf das Special. Oben wird bereits groß gedreht mit mir. Ich bin mal gespannt. Ich habe ein paar Leute eingeladen, die mir helfen mit den ganzen Kameras. Es wird mit insgesamt 3 Kameras gedreht. Mal sehen, welche Videos wir dann tatsächlich verwerten. Und zweitens mache ich beim BookTuber Adventskalender mit. Ich werde am 16. für euch ein Türchen öffnen. Und zwar habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, etwas Lustiges. Ich habe lange gesucht, bis ich das so hatte, wie ich es wollte. Und ich glaube, das wird für euch richtig interessant und spannend. Und da müsst ihr unbedingt reinschauen. Am 16. Das wird also etwa mittags erscheinen. Ich werde es schon etwas früher drehen. Und jetzt kommen wir aber mal zum Buch. Die Nacht der gefangenen Träume. Sehr interessanter Einband, das hat mich damals dann auch zu lesen animiert und ein tolles Buch. Antonia Michaelis ist ja allgemein so eine Art Star-Autorin, sie hat ganz viele tolle Bücher und dieses hier aus dem Oettinger Verlag ist wieder besonders gut. In Fredericks neuer Schule stimmt irgendetwas nicht. All diese ideenlosen Musterschüler, alle die so sind, wie sie sein sollen, die nichts Besonderes sind und einfach genau so, wie sie sein müssen eben. Musterschüler, Streber könnte man im ersten Moment auch denken, aber da stimmt noch mehr nicht. In dieser Schule und Stadt St. Isaac stimmt irgendetwas nicht. Und ist der Schatten des Schulleiters nicht ein bisschen dunkel? Naja, vielleicht ist das auch einfach nur das Licht und Halbschatten, Kernschatten, ihr wisst ja aus Physik, aber da stimmt irgendetwas nicht. Das denkt sich Frederik, als er an seiner neuen Schule in St. Isaac ankommt und es stimmt auch tatsächlich nicht. Aber die Einzige, die ihm glaubt, ist Anna. Anna glaubt ihm schließlich, aber als sie dem Schulleiter auf die Schliche kommen, Mr. Brune, fällt ihnen Furchtbares auf. Den Kindern werden bei Nacht die Träume abgesaugt und mit Pudding ausgetauscht. Okay, hört sich ein bisschen lustig an, aber gut. Es gibt natürlich auch Verräter, Leute, die mitmachen und die bekommen stattdessen Erdbeerpudding. Okay, viel besser, Erdbeerpudding, ich bin zufrieden. Viel besser als Vanillepudding. Nein, so ist es nicht wirklich. Aber was in der Fabrikhalle vor der Stadt lauert, ist noch viel schlimmer, nämlich die Träume. Als Frederik versucht, mit Anne die Träume zu befreien, geschieht Grässliches, wobei es natürlich letztendlich gelingt. Aber mehr möchte ich euch noch nicht verraten. Auf jeden Fall ein ganz spannendes Buch mit vielen, vielen Träumen, ganz viele Träume. Und ich werde euch jetzt ein Stück daraus vorlesen. Das Buch ist immer so geschrieben, dass wir am Anfang denjenigen, der das Buch schreibt und jemand anderen hören, wir wissen nicht, wer das ist. Das werde ich euch noch nicht verraten. Es kommt zum Ende. Und ich beginne jetzt im 2. Kapitel. Es wird wieder Zeit. Du hast die Geschichte doch noch gar nicht angefangen, sagt Frederik. Das war ein Bluff, sie fängt jetzt erst an. Ansichtssache, sage ich. Jetzt kommt das mit dem Krankenwagen, oder? Sag mal, hatten die eigentlich Sirenen? Ich weiß es nicht. Ich wäre gerne mal mit Sirenen irgendwo hingefahren. Sie haben dich doch gar nicht mitgenommen. Nein, Hendrik hat mich mitgenommen, aber darum geht es nicht. Es geht um scharfe Zähne und die Eisenkugel und eine schlecht verheilte Wunde. Schreib weiter. Gut, sage ich. Jetzt geht's weiter mit dem richtigen Buch. Am Dienstagmorgen wacht Frederik auf und dachte, Vitamin A. Das Fläschchen stand auf dem Koffer neben Frederiks Bett, den er als Nachttisch benutzte. In dem Koffer befanden sich alle Kleinteile und Werkzeuge, die er braucht, um Maschinen zu erfinden. Metallfedern, Alleskleber, Elektroden und Lüsterklammen, Schraubenzieher und Nägel und
aufgebaute Schalter und Klingeldrähte und ein kleines bisschen Schwarzpulver. Die größeren Bauteile verteilte er sich auf die Kellerregale, die sich mit den Da Vinci-Plakaten um die besten Plätze an der Wand stritten. Frederik schlief ruhig, wenn er von seinem Werkzeug umgeben war. Sonst. In dieser Nacht hatte er nicht ruhig geschlafen, er hatte von Vitamin A geträumt. Natürlich schluckte niemand, der in der 7. Klasse und bei Verstand ist einfach irgendetwas, das er von einem Fremden und vielleicht Verrückten bekommen hat. Beim Frühstück fragt Frederik seinen Vater nach. Vitamin A, brummt Hedrick und hob den Blick verwundert aus der großen gelben Kaffeetasse. Auf der Tasse prangte ein grünes A. In diesem Morgen erschien es Frederik, als wäre er extra dort wegen des Vitamins, aber er hatte es selbst gemalt, vor langer Zeit, als er noch gar nicht hätte schreiben können. Mit Hendriks Hilfe. Es war Annas Tasse gewesen. Quer durch das A lief ein Sprung. Von Vitaminen habe ich keine Ahnung, sagte Hendrik. Gibt's nicht in Computern. Als Frederik das Haus verließ, saß Lisa im offenen Fenster und kämmte ihre roten Haare. Guten Morgen, sagte Frederik. Kennen Sie sich aus mit Vitamin A? Ich dachte, wir duzen uns, sagte Lisa. Wir kennen uns doch seit gestern. Vitamin A kenne ich nicht. Nicht persönlich, ich sieze es. sagt Frederik lahm. Ich meine es ernst. Ich auch, antwortet Lisa. Tut mir leid, fragt euren Biolehrer. Das tat Frederik, denn der Biologielehrer gehörte zu den wenigen, die er mochte. Er hieß Karl Horst und sah auch so aus. In St. Isaac war er dafür bekannt, dass er unaufhörlich aß. So als glaubte er ein oder an mehrere letzte Leben und hätte von ihnen allen nach dem Hunger etwas übrig. Sein Körper, ständig beschäftigt damit, die Mahlzeiten aller vergangenen Leben zu verdauen, war umfangreich und freundlich. H.D. Bruns machte sich gerne über Karl Horn lustig und das war ein weiterer Grund, den Biologielehrer zu mögen. Frederik passte Karl Horsts Bauch in der Pausenhalle ab, in der Schlange vor dem hausmeisterlichen Brötchenverkauf. Vitamin A, wiederholte Karl Horst. Ist gut für die Augen. Ist es gefährlich? Fragte Frederik. Giftig oder so, wenn man zu viel davon nimmt. Es ist in Karotten, sagt Karl Horst und strich sich nachdenklich über seinen glatten Schädel. Und nur in Riesenmengen schädlich. Du kannst nie im Leben so viele Karotten essen, dass du zu viel Vitamin A zu dir nimmst. Das wäre ein ganzes Feld voll, das schaff nicht einmal ich. Was hast du vor? Frederik sah, dass Josephine hinter Karl Horst in der Schlange stand. Bisher hatte Karl Horsts Bauch sie verdeckt, aber nun war sie einen Schritt zur Seite getreten, um besser hören zu können. Ach, ich hab da bloß so eine Idee, murmelte Frederik. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick, was da so läuft. Lisa ist die Nachbarin von Frederik. Frederik ist, wie gesagt, neu hierher gezogen. Frederik ist Erfinder und Frederik hat eine Flasche Vitamin A. Was aus dieser Flasche Vitamin A, Frederik, St. Isaac und dem ganzen Rest der Schule wird, lest ihr in diesem tollen Buch vom Oettinger von Antonia Michaelis, Die Nacht der Gefangenen träumen. Unbedingt lesen, ein ganz tolles Buch.